Hallo meine Lieben, ja, der April ist fast vorbei, aber ich schaffe es doch noch, die Mangala-Nachlese zum März auf die Reihe zu kriegen. Wie ihr vielleicht euch erinnern könnt, der Stapel für März war ja ziemlich hoch und deswegen, ich werde nicht bei jedem Manga jetzt so super ins Detail gehen, sondern ich werde über jeden Band, den ich gelesen habe, einfach nur so die wichtigsten Sachen mal so rausstellen, die mir besonders aufgefallen sind. Positiv oder negativ. Fangen wir mal an. Das ist Band Nummer 5 von I Think Our Son Is Gay. Ist auch der letzte Band der Reihe, ist damit abgeschlossen. Und große Veränderungen hier im Haushalt, denn Hirokis Vater, Akiyoshi, kommt von seinem Auslandsaufenthalt zurück und ist jetzt wieder permanent zu Hause. Und er hat natürlich noch nicht so richtig die Ahnung, was in der ganzen Zeit passiert ist. Und es kommt dann zu der Situation, wo er wieder einmal ein paar nicht so nette, so leicht homophobe Dinge sagt und für seine Ehefrau Tomoko dann einfach damit rausdrückt, wo sie ihm halt sagt so, ich weiß es nicht mit Sicherheit, ich habe so eine Vermutung, es könnte sein, dass Hiroki nicht auf Mädchen, sondern auf Jungs steht. Und das wirft seinen Vater natürlich erst einmal ein bisschen aus der Bahn. Vor allen Dingen auch, weil er sich dann später Gedanken macht, so, oh Gott, was habe ich für furchtbare Sachen gesagt, auch wo er dabei war. Und das Ganze kommt dann auch noch zu einer für ihn etwas peinlichen Situation, als die beiden beim Einkaufen Tomokos Arbeitskollegen, Herrn Tono, und seinen Lebensgefährten halt treffen. Und Tomokos Mann und Herrn Tonos Lebensgefährte sich erstaunlich gut verstehen und sich über verschiedene Sachen unterhalten. Und die beiden begegnen sich dann halt auch auf der Toilette und Akiyoshi sagt dann zu ihm, dass er es irgendwie beeindruckend findet, dass man ihm seine Homosexualität gar nicht ansieht. Woraufhin Herr Tonos Freund dann sagt so, es ist mir eigentlich völlig gleich, ob Leute mir das ansehen oder nicht. Er sagt, ich bin, wer ich bin. Und wenn Leute es mir ansehen, ist das kein Problem. Und Akiyoshi kommt dann irgendwie so aus der Toilette und seine Frau so, was ist mit dir denn los? Weil er so wirklich völlig belämmert guckt. Er sagt so, ich glaube, ich habe gerade ganz, ganz großen Blödsinn geredet. Ich bin wirklich richtig furchtbar. Auf jeden Fall, es ist schön zu sehen, wie er so seine Vorurteile halt eben auch langsam so ein bisschen über Bord wirft, ne? Obwohl ich mich natürlich auch fragen muss, warum passiert sowas immer erst, wenn es dann halt eben auch in der eigenen Familie so weit ist, ne? Aber gut, lassen wir das. Eine andere Szene, die ich sehr interessant finde, da geht es nicht um Hiroki selber, sondern um seinen kleinen Bruder, das ist in dem Manga ja öfters so angeklungen, gar nicht so richtig Interesse irgendwie an irgendwelchen romantischen Sachen hat und der auch nicht das Gefühl hat, dass er sich für Mädchen besonders interessiert. Und auf seiner Schule kriegt er halt durch Zufall mit, dass ein Mädchen ihren Freundinnen erzählt, dass sie halt asexuell ist. Also, dass sie überhaupt kein sexuelles Interesse irgendwelcher Art hat. Und er spricht sie dann einfach an. Ne? Er sagt dann so, ich habe mitgehört, du hast gesagt, du bist asexuell. Und sie ist so, ja, stimmt. Und sie meint dann nur, du auch? Und Hirokis Bruder ist so, ich weiß nicht genau, aber ich würde gern ein bisschen mehr darüber erfahren. Und sie so, kein Problem, frag mich einfach. Ne? Und fand ich eigentlich auch eine ganz nette Situation, muss ich sagen. Und am Ende muss man eben einfach sagen, ich finde, es endet auf einer sehr, sehr schönen Note. Ne? Also Hiroki hat keinen Coming-out seinen Eltern gegenüber. Es ist am Ende halt nur so, sie sitzen alle beim Essen. Und er redet dann davon so, ja, wenn ich vielleicht dann auch irgendwann mal einen Freund habe, korrigiert sich dann gleich wieder ganz hektisch, ich meine natürlich Freundin. Und seine Eltern sagen dann nur so, Hiroki, egal ob du eine Freundin oder einen Freund haben wirst, so, ne, wir sind für dich da, wir unterstützen dich. Ne? Und er ist nur so, okay, ja,
gut zu wissen, so, weil er natürlich nicht mitgekriegt hat, was seine Mutter und vor allen Dingen auch sein Vater so miteinander besprochen haben. Aber ja, ich finde, es ist jedenfalls, es endet auf einer schönen Note, der Manga. Und ich hoffe, dass es von dem Mangaka auch noch mehr irgendwann mal geben wird. Und ich hoffe, dass der hier auch ein deutsches Release bekommen wird. Das wäre ganz schön. So, dann hatten wir, oder ich besser gesagt, zwei weitere Bände. Blue Sky Complex, Band Nummer 2 und Band Nummer 3. Ne? In Band Nummer 2 geht es ja darum, Terashima und Narasaki ja, fangen quasi an, ein Paar zu werden. Und Terashima möchte halt irgendwann so das erste Mal eben halt mit Narasaki haben, bei dem zu Hause. Aber er sagt halt immer wieder so, bei mir zu Hause geht das nicht, meine Familie ist ständig da, ne? Seine beiden kleinen Neffen sind auch da und ist natürlich verständlich, dass er dann sagt so, nee, also das passt irgendwie so nicht, ne? Terashima zickt ganz schön rum deswegen, aber kann ja nun mal eben nichts machen, ne? Und dann ist es eben so, Narasakis Familie fährt über Neujahr halt weg. Und Narasaki bleibt dann eben zu Hause und sagt dann zu Terashima so, jetzt könntest du vorbeikommen und dann, ne? Und dann wird das passieren. Ob das denn jetzt so gut ist, das genauso zeitlich vorzuplanen, kann man drüber streiten. Auf jeden Fall, es passiert, es kommt zu ihrem ersten Mal. Und danach geht Terashima komischerweise auf Abstand. Und Narasaki ist so, was ist jetzt los? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ne? Ist irgendwas Komisches passiert oder so? Und Terashima hat ja diesen einen Bekannten, der eine Bar leitet und mit dem unterhält er sich. Und weil der auch merkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und Terashima sagt dann so, dass dieses erste Mal, also der Sex mit Narasaki ihm so gut gefallen hat, dass er jetzt die ganze Zeit an nichts anderes denken kann und er sich da einfach total schäbig bei vorkommt. Und sein Kumpel sagt auch zu ihm so, deswegen musst du dir doch nicht schäbig vorkommen. Ich meine, ihr beiden seid ein Paar. Also es ist völlig normal, dass du Lust auf deinen Partner hast. Ne? Also da musst du dich überhaupt nicht irgendwie dramatisch Sorgen oder so machen. Zum Glück klärt sich das zwischen den beiden auch. Und in Band 3 geht es so ein bisschen quasi um die Zukunftsplanung. Und zwar, gut, Terashima hat sich bisher nicht so viel um seine Schulbildung gekümmert, aber da Narasaki halt auf eine gute Universität gehen will, wo auch sein älterer Bruder hingegangen ist, ja, weckt sich bei Terashima halt so, boah, vielleicht sollte ich mich dann ja auch ein bisschen mehr anstrengen, ne? Weil wäre natürlich schön, wenn wir vielleicht auch irgendwie zusammen auf der gleichen Uni sein könnten. Und ja, ansonsten in dem Band klärt sich auch so ein bisschen Terashimas häusliche Situation auf. Hat immer so den Drang, dass er bei seiner Mutter wohnen bleiben muss, ne, weil sein Vater halt früh gestorben ist und er sich um seine Mutter kümmern möchte. Aber ja, auch das ändert sich ganz überraschend. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es im nächsten Band mit den beiden weitergeht. Dann Band Nummer 4 von Cherry Magic. Auch ein dramatischer Band, denn hier geht es um das erste große Date zwischen Kiyoshi und Yuichi. Ich gehe mal nicht zu sehr ins Detail, aber ich sag mal so, Yuichi geht also voll aus sich heraus, ne? Also er zieht wirklich alle Register für das erste Date. Nur Kiyoshi ist halt irgendwie ein bisschen sehr überfordert mit der ganzen Situation. Und sagen wir mal so, es läuft halt nicht so optimal. Ne? Und ich habe mir auch so beim Lesen gedacht, so, ich glaube, Yuichi, du hast ein bisschen zu viel gewollt oder vielleicht auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Ne? Es war alles natürlich wunderbar lieb gemeint, aber ich glaube, für Kiyoshi war es halt ein kleines bisschen zu viel. Und ja, so. Ich meine, es ist letztendlich schon ein interessanter und schöner Tag, den sie verbringen, aber mit so einigen Stolpersteinen, sage ich mal. Und ich glaube, im nächsten Band geht es um einen Geburtstag. Das dürfte dann auch interessant werden. So, das nächste ist ja eine kurz zusammengefasste Review von einem Manga, den ich halt komplett gelesen habe.
Und zwar, das ist Living with Matsunaga. Das hier ist Band 11, der letzte Band. Und auf der einen Seite muss ich sagen, es war sehr, sehr schön, mal wieder einen Manga komplett im Stück durchzulesen und nicht immer so, ne, jeden Monat auf den neuen Band zu warten. Und ich bin auch froh, dass ich ihn gelesen habe. Ich finde, es ist ein sehr schöner Manga. Ich finde auch, dass sich die Beziehung zwischen Miko und Matsunaga auf eine sehr interessante Art und Weise entwickelt. Vor allen Dingen auch, wie sie sich einerseits verändert. Am Anfang ist sie ja halt wirklich so dieses, ja, junge Mädchen, das auf einmal mit diesen Erwachsenen zusammenwohnen soll und muss und sich da halt erstmal reinfinden muss. Und am Anfang halt noch so denkt so, oh, die Erwachsenen, bei denen ist alles so toll, ne? Und die haben keine Probleme und so. Und sie im Laufe des Mangas halt lernt so, Erwachsensein schützt dich nicht davor, auch Probleme zu haben und oft auch nicht zu wissen, was du wirklich tun willst und so weiter und so fort. Und ich finde es interessant, wie auf der einen Seite Miko halt erwachsener wird, dadurch, dass sie in der WG lebt und dass auch die erwachsenen Mitglieder durch sie, ja, auch stellenweise ein bisschen mehr aus sich herauskommen und dann auch ein bisschen sich trauen, sich ihren Problemen und ihren Situationen zu stellen. Ne? Wo ich sagen muss, Matsunaga ist manchmal auch ein etwas anstrengender Charakter, aber ich glaube, letzten Endes mit Miko zusammenzukommen, wahrscheinlich auch das Beste, was ihm passieren konnte. Ne? Es ist halt auch noch eine kleine Dreiecksgeschichte, im Grunde genommen eigentlich mehr eine Vierecksgeschichte in dieser ganzen Liebesbeziehung. Ein paar Sachen, die ich auch nicht so habe, kommen sehen, aber auf jeden Fall sehr interessant. Interessant fand ich vor allen Dingen hier auch die Randnotizen von der Mangaka. Das ist nicht ihr erster Manga, aber sie hat geschrieben, wenn dieser Manga kein Erfolg geworden wäre, dann hätte sie das Manga-Zeichnen tatsächlich aufgegeben. Und dann kann man nur sagen, Glück gehabt. Und interessant fand ich auch, dass der Manga ursprünglich eigentlich nur 2 Bände haben sollte, aber da habe ich gedacht, in 2 Bänden hättest du diese Geschichte nicht erzählen können. Also die 11 Bände sind schon vollkommen okay für die Geschichte. Und ja, wie gesagt, erfolgreich ist der Manga und er ist ja jetzt auch als Realserie umgesetzt worden. Also würde ich sagen, gut gemacht. So, als nächstes hatten wir Band 8 und 9 von Insomniacs After School. Und ja, ein paar Sachen rausgestellt, die mir besonders gefallen haben. Das eine, das ist ein Gespräch zwischen Isaki und ihrer Mutter, wo sie ihr halt sagt, ja, sie sagt, ich weiß es zu schätzen, dass du und Papa ihr euch Sorgen macht und alles, aber sie sagt, aber ich möchte gerne im Astronomieclub sein. Ne? Dass sie einfach sagt, so, ich möchte mal irgendwas haben, wo ich nicht ständig an mein Herz, an meine Krankheit denken muss, weil. Und ich kann sie da voll und ganz verstehen. Ne? Ich verstehe, dass ihre Familie besorgt ist, dass ihre Eltern besorgt sind, aber dass sie irgendetwas haben möchte, wo sie einfach mal ihre Krankheit außen vor lassen kann und mal nicht daran denken muss, weil ihre Krankheit dominiert ja eh schon einen Großteil ihres Lebens. Also auch in den Bänden gibt es eine Phase, wo sie wieder längere Zeit zu Hause sein muss. Und was ich interessant finde, ist, dass Ganta sie zu Hause dann besuchen darf. Also ich vermute mal, dass Isakis Schwester ihren Eltern vielleicht auch gesagt hat, hey, der Junge ist kein schlechter Kerl, ne? Das ist schon voll okay, auch wenn das, ne, die beiden da alleine lassen auf ihrem Ausflugstrip natürlich nicht okay war. Aber und auch Isakis Vater sagt auch zu ihrer Mutter, meinst du, das ist eine gute Idee? Und ihre Mutter sagt, wenn er sie hier besucht, dann, ne, dann haben wir wenigstens ein Auge da drauf. Ne? Also, das finde ich ganz okay. Was ich auch sehr schön fand, war, dass ihr zweiter Anlauf für eine Sternschnuppenparty an ihrer Schule diesmal ein Erfolg geworden ist. Und was ich auch sehr bezeichnend fand, war hier eine Szene zwischen Ganta und seinem Vater. Und zwar als Ganta die Flyer für die Sternschnuppenparty bereit macht und sein Vater ist gerade dabei und er sagt dann, oh, an dem Tag habe ich frei, also ich könnte dann auch kommen. Und Ganta sagt dann nur so zu ihm so, wozu, du interessierst dich doch gar nicht für Sterne. Ich sag mal so, ich kann verstehen, warum Ganta so reagiert, wie er reagiert. Ich war ja auch mal Teenager und
In dem Alter werfen wir unseren Eltern halt öfters mal Sachen an den Kopf, die nicht gerade nett sind. Auch dann, wenn unsere Eltern sich eigentlich versuchen zu bemühen. Ne? Und also ich kann seine Reaktion verstehen. Was ich nur dabei dachte ist, ich glaube, Gunther und sein Vater müssten sich mal richtig vernünftig miteinander aussprechen, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele unausgesprochene Dinge, die zwischen den beiden stehen. Weil ein richtiges Vater-Sohn-Verhältnis haben die beiden, so wie es jetzt ist, nicht. Also sie leben quasi nebeneinander her, aber nicht miteinander und reden auch nicht miteinander. Und ich glaube, das täte den beiden wirklich mal ganz gut. Ich weiß nicht, warum das so ist, ob Gunther vielleicht dieses Gefühl hat, sein Vater gibt ihm die Schuld, dass seine Mutter die beiden verlassen hat. Und umgekehrt, dass sein Vater vielleicht denkt, sein Sohn gibt ihm die Schuld dafür. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass die beiden auch nochmal irgendwie zueinander finden und sich einfach mal richtig aussprechen, weil ich glaube, das wird den beiden auch ganz gut tun. So, oh, wir sind ja schon ganz gut dabei. Band 3 von Honey Lemon Soda. Ja, Ugas Highschool-Leben wird jetzt ein bisschen aufregender, denn sie hat sich tatsächlich freiwillig gemeldet, das Projekt ihrer Klasse fürs Kulturfestival zu leiten. Und ich sag mal so, am Anfang machen ihre Mitschüler es ihr nicht so leicht, ne? Also sie möchte eigentlich diskutieren, was man machen könnte, und alle sagen so, ah, lass uns einfach Mail-Café machen, und sie ist dann so, na gut, ne? So, aber sie hängt sich dann halt voll und ganz rein, und ich glaube, dadurch merken ihre Klassenkameraden dann auch so, hey, wäre vielleicht ganz gut, wenn wir anderen da auch mal ein bisschen, ne, ein bisschen mehr Einsatz zeigen würden. Vor allen Dingen, weil sie sagen, wenn wir uns hier nicht ein bisschen einbringen, dann sind die anderen Klassen halt alle besser als wir. Ne? So. Sie lässt sich natürlich immer noch so ein bisschen verunsichern, aber es ist nicht mehr so schlimm wie in den ersten beiden Bänden. Ne? Die Beziehung zwischen ihr und Kai, ja, ist natürlich, ich sage mal so, kompliziert. Eben dadurch, dass seine Ex-Freundin jetzt auf der Schule ist und ich sag mal, es ist noch umso komplizierter dadurch, dass seine Ex-Freundin ja auch sympathisch ist. Sie ist ja keine biestige Zicke oder so. Sie ist sehr, sehr sympathisch. Und ich glaube, das macht das Ganze einfach noch schwieriger für sie. Und ja, ich bin gespannt, wie das Kulturfestival in Band 4 sich dann gestalten wird. Denn also, Uga hat alles dafür gegeben. Und ich hoffe, dass ihre Klassenkameraden dann da auch vernünftig mitziehen. Und sie vielleicht auch einmal sich mal ein bisschen mehr zu schätzen wissen. So, und dann gehen wir für die beiden letzten Bände nochmal aufs Eis. Einmal Night of the Ice, Band 3. Ja, die wichtigsten Themen hier eigentlich, Kokoro und Chitose fangen heimlich eine Beziehung an. Also sie sind jetzt heimlich quasi Freund und Freundin. Aber wie das natürlich auch so in der Promi-Welt und in der Sportlerwelt ist, das darf nicht einfach so sofort jeder mitkriegen. Und kompliziert wird es hier am Ende des Bandes, als Kokoro zu Hause ist und seine beiden Schwestern zu Besuch kommen und ihm quasi auch seine Freundin präsentieren. Und zwar irgendeine junge Dame, die sein Vater wohl für ihn ausgewählt hat. Also sein Vater ist in dem Manga schon ein paar Mal zu sehen gewesen, aber der ist scheinbar sowas wie die graue Eminenz im Hintergrund, ne? Der wahrscheinlich auch den Sport irgendwie finanziert. Also ich schätze mal, seine Familie hat Geld, ne? Und offensichtlich hat er wohl auch gemeint, er muss jetzt hier irgendwie eine zukünftige für seinen Sohn auswählen. Also schauen wir mal. Ich sage mal so, es ist kein typischer Romance-Manga, also es passieren oft Sachen, die man jetzt nicht so unbedingt erwarten würde. Das finde ich schon mal sehr interessant. Und auch der sportliche Aspekt bleibt natürlich nicht außen vor. Der Charakter, der absolut durchgeknallt ist, ist Kokoros Managerin. Also Chitose kommt zum Beispiel zu ihr ins Hotelzimmer und sie ist komplett nackt und hat nur so eine Schürze an. Und Chitose ist so, was ist denn hier los? Und sie so, naja, normalerweise laufe ich sowieso nackt im Hotelzimmer rum. Die Schürze habe ich jetzt nur deinetwegen angezogen. Und ich so, okay. ich meine, sie hat eine sehr merkwürdige, rabiate Art. Aber im Grunde genommen meint sie es wirklich gut mit den beiden. Ne? Es ist halt nur,
ihre Art ist etwas extrem. Nennen wir es mal so. So, und damit sind wir dann auch schon beim letzten Manga. Das ist Band 3 von Metalist. Und hier muss ich auch sagen, eine schöne Entwicklung. Ne? Vor allen Dingen, weil unsere Heldin Inori, man merkt, dass ihre große Unsicherheit, die sie noch in Band 1 gezeigt hat, mittlerweile sich wirklich sehr, sehr abgebaut hat. Und dass auch ihre Unterstützung aus ihrem Umfeld inzwischen stärker ist, weil sie halt eben auch jetzt gezeigt hat, dass sie wirklich etwas kann. Ne? Und darüber hinaus muss ich sagen, es ist auch schön, dass hier zwei Dinge dann eben auch dargestellt werden, die im Eiskunstlauf halt auch ganz typisch sind. Das eine eben, ja, schnell zu denken, auch während eines Wettkampfes, weil Inori ist in dem einen Wettkampf auch in der Situation, sie verpatzt ihre erste Sprungkombination und es ist ja im Eiskunstlaufen so, in einem Kurzprogramm, du musst eine Sprungkombination aus zwei Sprüngen zeigen und zwei Einzelsprünge. Wenn du die Sprungkombination verpatzt, das heißt, du machst keinen zweiten Sprung, weil du hast nach dem ersten nicht mehr genug Schwung für den zweiten oder du bist nach dem ersten hingefallen oder so oder es funktioniert einfach nicht, dann musst du quasi während des Laufens, also während du dein Programm läufst, umdenken und sagen, okay, dann mache ich den zweiten Sprung jetzt nach diesem und diesem oder diesem Einzelsprung. Und ich finde das sehr, sehr gut, weil ich stelle mir auch vor, dass das viel Training erfordert, auch mentales Training, dass du während des Laufens, du musst ja trotzdem dein Programm weiterlaufen, im Kopf irgendwie noch überlegen kannst, so okay, jetzt muss ich dann das und das irgendwie anders machen, damit das immer noch klappt. Also das finde ich sehr gut umgesetzt und auch Inoris erste Erfahrung mit etwas, womit Eiskunstläufer sehr oft zu kämpfen haben, Verletzung. Ne? Was dann natürlich auch heißt, du musst beim Training ein bisschen kürzer treten, du musst dich stellenweise schonen und das kann sich dann natürlich auch auf deine Leistung für Wettkämpfe, die anstehen, auswirken. Und ja, also ich muss sagen, ich bin immer noch begeistert. Ein sehr, sehr toller Manga, ne, über eine von meinen Lieblingssportarten und ich weiß nicht, ob es da schon Pläne gibt, aber es wäre echt interessant, den hier auch irgendwie als Anime zu sehen. Als Realverfilmung weiß ich nicht, ob man das so richtig umsetzen könnte, aber als Anime wäre es bestimmt interessant. So, meine Güte, wir haben den Stapel ja doch einigermaßen schnell durchbekommen. Okay, meine Lieben, so, ja, das war's mit der Manga-Nachlese für den März 2024. Die Nachlese für den April wird dann wieder etwas kürzer ausfallen. Dieses Monat war der Manga heuer nicht so umfangreich. Aber ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Einblicken ja, vielleicht auch Geschmack auf den einen oder anderen Manga machen konnte. Also in dem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und bis dahin, meine Lieben, macht's gut und bis dann.